So, dann herzlich willkommen zum Live Trading und Analyse Service von JFD Brokers. Ich melde mich kurz am Wochenende zurück und präsentiere den Nasdaq und den Dow Jones Index heute und stelle da eine Alternative bzw. neue Variante vor. Letzte Woche gab es nichts Großartiges, Überraschendes. Klar, nach den Terroranschlägen hatte ich aber eigentlich fast nur bullische Setups dabei. Es war einfach vom Chart her ableitbar. Und wie man es jetzt eben auch noch hier sieht, das waren die letzten Pfeile, waren jetzt hier im Future so eingezeichnet, beziehungsweise eigentlich im normalen Parkettbörse. Da hat auf jeden Fall diese Marke gehalten, auch die letzte. Oder nicht letzte, sondern die Unterstützungsmarke hier hatte dann im Future-Handel exakt gehalten. Hier hätte es nur im Prinzip nochmal eine Korrekturwelle abwärts geben dürfen können, sollen, bevor es dann weiter bis zu dieser Marke. Das alles andere hier on top über der 4615 Marke war wirklich dann eine Überraschung, dass der Markt so stark gestiegen ist. Aber gut, da muss man jetzt sozusagen durch. Und jetzt eben nochmal schalte ich nochmal zurück zu JFD, zu der JFD-Indikation, weil das ja den Future darstellt. Also hier könnte am Montag noch, beziehungsweise sollte eigentlich auch noch, die 4720er Marke erreicht werden. Plus minus 1-2 Punkte eigentlich. Das ist eigentlich, eigentlich eine Präzisionsmarke, sage ich mal so. Und von dort aus eben nochmal eine dreiwellige Abwärtskorrektur im Anführungszeichen schlimmsten Fall auf 4600 Punkten und die bullische Variante eigentlich ja nur nochmal zurück zu 4660er Marke, 50er Marke. Wäre jetzt hier angesagt im Nasdaq. Und so wird auch mein Trading-Stil bzw. meine Analysen drauf hinauslaufen. Außer es gibt halt in unteren Ebenen, würde es frühzeitig Verkaufssignale geben, aber hier ist erstmal diese Marke eben angepeilt. Im Dow Jones Index, den habe ich eben auch noch mitgebracht. Schauen wir kurz hier an. Da hat eben die Rainbow-Unterkante auf dem Parketthandel gehalten. Lief dann hoch. Und hat sogar wieder die Special-Marke, die alte Special-Marke von 17.930 knapp oder beziehungsweise erreicht das Level und ist dann 100 Punkte bärisch abgeprallt noch am Freitag. Also ein paar Gewinnmitnahmen sind da aufgetreten. So, was stelle ich jetzt hier mir vor, wie der Index verlaufen könnte? Hier gibt es jetzt zwei Varianten. Kopieren. So, hier haben wir jetzt eine Abwärtswelle, die war ja so im Prinzip eingezeichnet. 1, 2 damals, 3. Und am letzten Freitag hatte ich eben schon besprochen, dass es hier die erste ist. Hätte jetzt aber nicht unbedingt über diese 17.790, hätte es nicht drüber gehen sollen. Und dann nochmal abwärts. Jetzt hat eben der Dow Jones nochmal einen draufgelegt. Arg viel oder beziehungsweise schlimm ist da noch nichts passiert, dass die Variante nicht unbedingt mehr funktionieren könnte, solange kein Kurs, sowieso kein neuer Kurs über dem letzten Hoch stattfindet, sind wir auch noch im Prinzip in einer Korrekturphase. Und wenn man das jetzt hier, das Rechteck hier nochmal ansetzt, dann würden wir direkt hier auf die Oberkante nochmal bei knapp unter 17.200 kommen. Wäre eine Variante. Die andere Variante ist, wir werden hier erst ein neues Hoch sehen, bis zur 18.150er Marke. Und eben von dort aus an diese Marke von 17.400 Punkte laufen dann. Das wäre dann bis zum 11.12. noch möglich. Und dann noch eine Jahresendrallye wäre hier möglich.
Das sind jetzt die Varianten, die ich bei den US-Märkten auf dem Schirm habe. Aber wie immer werde ich auch tagtäglich, gerade jetzt hier im Dow Jones, im 4- oder im 1-Stunden-Chart, Setups vorstellen, um zu sehen, ob man hier schon früher Short gehen kann oder ob der Dow Jones noch hier eben über die 18.000er Marke ansteigen kann. Danke fürs Zuhören und wir hören uns am Montag dann.